Hallo, heute möchte ich euch mal ein Fitnessband vorstellen. Schnuckeliges Gerät, im netten Design. Das ganze Gerät hier ist zu einem Preis von unter 20 € zu bekommen. Wird so mit so einem kleinen Ladeteil hier geliefert, USB, und beinhaltet irrsinnig viele Funktionen halt. Man kann damit seine Handykamera auslesen, den Schlaf tracken, die Geschwindigkeit oder beziehungsweise die Strecke messen, die Herzrate, USW. Unheimlich viel Elektronik in dem kleinen Kästchen hier eingebaut, Bluetooth 4.0, OLED-Display, USW. Das Ganze soll laut Hersteller eine Standby-Zeit haben von 10 Tagen, unter Benutzung 5 Tage, und das kommt auch relativ hin. Es kann auch feststellen, ob das Handy jetzt zum Beispiel weiter als 5 Meter entfernt von dem Armband ist, also falls man es irgendwie liegen lassen hat, checkt den Kalorienverbrauch, hat einen Schlaftracker eingebaut, USW. Das Ganze wird hauptsächlich angezeigt über eine Handy-App. Die es leider nur für iOS und für Android gibt. Verifit nennt sie sich. Und dann kann man dann halt den Tagesverlauf sich anders anzeigen lassen, was gerade momentan gemacht wird halt. Zum Beispiel die Herzfrequenz könnte man anzeigen lassen. Die braucht ein bisschen zum Verbinden, aber man kann auch Tagesverlauf sich ansehen damit. Oder auch die Wochenaktivitäten. Schlafaktivität dieser Woche halt, wie gut haben wir geschlafen, die Herzfrequenz der ganzen Woche. An sich schön aufbereitet die App hier, wenn das mit der Schrift hier nicht wäre. Und man kann natürlich auch konfigurieren, welche Funktion man benötigt. Also man muss ja nicht unbedingt alles immer anhaben hier. Telefon finden und so weiter braucht man ja nicht dauernd, könnte man aber einschalten. Aktivitäten werden natürlich jetzt sofort angezeigt, auch wenn man draufklickt. Also jetzt die Schritte, die zurückgelegt wurden, zum Beispiel halt die Schlafzeit, 4 Stunden. Man kann nochmal draufklicken und hat noch genauere Informationen. Die Herzfrequenz könnte man sich anzeigen nochmal genauer. Oder jetzt hier den Tagesverlauf der Aktivität halt, welche Uhrzeit halt die meiste Aktivität hatte. Was ich ein bisschen blöd finde, ist halt hier die Möglichkeit, die Uhr zum abzudaten, die Firmware abzudaten, funktioniert nicht. Da brauchst du wahrscheinlich die Update-Funktion noch ein Update. Aber damit lässt sich auch so schon ganz gut leben, und das wird in der nächsten Version wahrscheinlich gegessen sein, das Problem. Aktiviert wird sie durch Bewegung, also das Display ist nicht durchgehend an, hat so eine Sensorfläche, über die man die Einzelfunktion durchschalten kann. Kilometer zum Beispiel zurückgelegt hat, den Kalorienverbrauch, Uhrzeit, Datum. Die Herzrate, die ein bisschen was braucht, die wird hierüber gemessen über solche Dioden. Die messen das relativ genau im Vergleich zum anderen Fitnessarmband. Sind die Werte ziemlich genau bei dem Gerät. Und eingeschaltet, wie gesagt, durch Bewegung das Ganze. Hat ja auch noch einen Tipptaster auf der Seite. Längeres Drücken kann das Gerät dann abschalten komplett oder auch wieder einschalten durch längeres Drücken. Oder man kann einfach durch die Werte durchtippen. Das Ganze ist auch Spritzwasser geschützt hier. Man kann jetzt angeblich auch duschen gehen, laut Hersteller. Und es zeigt noch ein paar Sachen extra an. WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel kann es anzeigen. Oder zum Beispiel halt eine SMS, die mit einem Briefumschlag seltsamerweise angezeigt wird. Aber okay, das ist halt die SMS-Funktion. Gerade wenn man Texte schickt, Test 2, großartiger Text. Und Anrufe werden auch signalisiert mit dem Namen der Person, die angerufen hat, über dieses Telefonhörersymbol. Also alles im allen hier das Gerät halt für einen Preis unter 20 € absolut top. Und wenn ihr demnächst mal vorhaben solltet, Fitness zu treiben, wünsche ich euch mit dem Gerät hier viel Spaß. Ihr findet das Ganze hier bei Gearbest für unter 20 € unter der Bezeichnung ID 107 Bluetooth Smartwatch Earthrad Monitor Wristband. Und in dem Fall hier Black. Es gibt ja verschiedene Farben noch für das Gerät hier. Müsst ihr dann wissen, was, oder euch selber aussuchen. Ich finde es toll für den Preis, und wünsche euch, falls ihr jetzt demnächst Fitness treiben solltet, und das wird ja wohl bei einigen Leuten nach Weihnachten, nachdem man sich richtig fett gefressen hat, der Fall sein. Also, falls ihr euch sowas hier zulegen solltet und Fitness treiben solltet, wünsche ich euch viel Spaß beim Joggen. Ciao!